Wie schon bei meinen LED-Leisten von Eheim gab das Netzteil meines Helialux-Leuchtbalkens nach einiger Zeit den Geist auf. Der Leuchtbalken blieb dunkel und da das grüne Lämpchen am Netzteil nicht mehr leuchtete, war schnell klar, dass die Ursache dort lag. Bisher war der Balken knapp 4 Jahre in Betrieb. An das richtige Netzteil zu kommen, war nicht ganz einfach. Kein lokaler Händler hatte es vor Ort, was sich in meinem Fall letztendlich allerdings als glücklicher Zufall herausstellte. Denn erst bei meinen späteren Online-Recherchen erkannte ich, dass Juwel seit meinem Erwerb des Leuchtbalkens nicht nur die Leuchten an sich von Helialux LED auf Helialux Spectrum umgestellt hatte, sondern sich dabei auch die Anschlüsse des Netzteils geändert hatten. Während die alten LED-Leuchtbalken mit einem 3-Pin-Anschluss mit dem Netzteil verbunden wurden, hat das Netzteil der Spectrum-Leuchten einen Anschluss mit 5 Pins. Da keine der beiden Varianten im lokalen Handel zu bekommen war, suchte ich nach Online-Anbietern. Die Auswahl an Händlern, die das passende Netzteil für die alten LED-Leisten im Sortiment führten, war dabei überschaubar. Eine Bestellung direkt bei Juwel wäre zwar möglich gewesen, aber mich schreckten die Versandkosten ab. Letztendlich fand ich einen Händler, bei dem ich inklusive Versand unter dem regulären Preis von Juwel lag, allerdings dauerte es 1,5 Wochen, bis der Artikel versandt werden konnte. Vermutlich musste das Netzteil erst direkt von Juwel bezogen werden. Der Tausch ging dann problemlos von der Hand. Der Stromstecker inklusive Ein- und Ausschalter muss vom alten Netzteil übernommen werden, da das Ersatznetzteil ohne Stecker geliefert wird. Es wird mit dem Anschluss der LED-Leiste verbunden und an den Strom angesteckt. Schon leuchtet der Balken wieder.